Genau, Antonella hat es schon gesagt. Letzte Woche ging es um Sinn und Zweck des Euro. Die Euro-Staaten-Ausgangspunkt für den Euro war, dass die europäischen Staaten gesagt haben, um weltmarktmäßig, um weltpolitisch wieder mehr zu gelten, um weltpolitisch mächtiger zu werden, insbesondere gegenüber den USA, müssen sie sich zusammentun. Dazu nochmal das Zitat von Wolfgang Schäuble: Die europäische Integration ist notwendig, um europäischen Interessen in der globalisierten Welt gerecht zu werden. Europa will mächtiger werden, zielt damit auf den Globus, auf die ganze Welt, auf seine Stellung international. Die einzelnen Staaten befinden sich, die einzelnen Euro-Staaten befinden sich selber im weltpolitischen oder weltökonomischen Maßstab als zu klein. Das hatten wir letztes Mal auch, diese Grafik. Hier die Wirtschaftsleistung in Milliarden Euro. Sieht man, die größte Wirtschaftsleistung erzielt die USA. Danach kommt China. Diese Reihenfolge wird sich in den nächsten Jahren umdrehen. Dann kommen Japan und Indien. Auch die werden dieses Jahr die Plätze tauschen. Indien wird größer. Und abgeschlagen hinten die Euro-Staaten Deutschland, Frankreich und so weiter. Man sieht, getrennt sind sie zu klein, die Euro-Staaten. Gemeinsam sieht das anders aus. Gemeinsam bringen sie mehr auf die Waage. Die EU ist der größte Wirtschaftsraum der Welt. Dann folgt die USA und dann der Euro-Raum als zumindest zweitgrößter Wirtschaftsraum der Welt mit einer einheitlichen Währung. Also die Euro-Staaten haben sich zusammengetan, haben ihre Potenzen zusammengelegt, haben eine Weltwährung geschaffen, die ihnen Zugang zum internationalen Kapital bieten sollte. Sie haben gesagt, hier ist der Euro, hinter dem stehen wir alle. Also weltweites Kapital, komm nach Europa, leg dich hier an. Komm nach Europa, leg dich hier an mit uns. Nein, bei uns. Und sie haben quasi gesagt, wenn es schon in der Marktwirtschaft oder im Kapitalismus heißt, alles geht ums Geld, dann soll es doch um unser Geld gehen. Der Euro hat dann die Vorteile gebracht, die von denen letzte Mal die Rede war. Also könnte man jetzt sagen, ist doch alles in Butter, ist doch alles super jetzt, wo ist das Problem? Es ist ganz klar, dass es ein Problem gibt, denn so einig sich die europäischen Staaten darin sind, dass sie nur gemeinsam in der Welt bestehen können, so uneinig sind sie sich darin, wie diese Gemeinsamkeit wirklich aussehen soll. Schon im Vorfeld des Euro gab es Streit und Diskussionen innerhalb Europas, ob man den Euro überhaupt machen soll, wenn man ihn macht, wie man ihn machen soll, wer überhaupt beitreten darf und bei den Ländern, die dann beigetreten sind, was denn diese Staaten tun müssen, wie sie sich verhalten müssen, wie sie ihre Staatsfinanzen ordnen müssen, um im Euro bleiben zu dürfen. Dieser Streit, der sich insbesondere um die Staatsfinanzen, um die Staatsschulden dreht, ist dann in der Euro-Krise eskaliert und jetzt gibt es eine Lösung, die propagiert wird. Es sind viele Maßnahmen beschlossen worden innerhalb der Euro-Krise, aber letztlich wird gesagt, die Eurozone löst ihr grundsätzliches Problem nur durch mehr Europa. Das ist, was gesagt wird. Mehr Europa. Was steht dahinter? Dahinter steht, dass die einzelnen Nationalstaaten auf Souveränität verzichten sollen. Sie sollen Befugnisse an die Zentrale in Brüssel abgeben. Sie sollen sich quasi der Gemeinschaft unterwerfen. Upsa, das brauchen wir nicht. Also, das ist das Problem. Jörg Asmussen von der Europäischen Zentralbank. Der Kern der derzeitigen Debatte über die Zukunft der Währungsunion hat einen Namen, das weitere Teilen von Souveränität. Teilen von Souveränität heißt, die Nationalstaaten sollen Souveränität abgeben, sollen Machtbefugnisse abgeben. Wenn das Teilen, wenn das Abgeben von Souveränität die Lösung des Problems sein soll, dann scheint in dieser Souveränität auch das Problem zu liegen. Gut, was ist der Widerspruch der Eurozone? Ich habe ihn geteilt in zwei Teile, einen ökonomischen Widerspruch und einen politischen Widerspruch. Beide sind nicht wirklich zu trennen, aber man kann sie analytisch trennen. Kommen wir zum ersten. Ich mache als erstes den ökonomischen Widerspruch. Wie sieht der aus? In der Eurozone, wenn man den Politikern zuhört, ist im Allgemeinen von den Euro-Partnern die Rede. Die Euro-Staaten bezeichnen sich gegenseitig als Partner, zuweilen bezeichnen sie sich als Freunde. Das wurde ja auch gesagt von der Bundesregierung, wir wollen unseren griechischen Freunden helfen.
Es ist relativ klar, dass es sich bei den europäischen Staaten nicht um Freunde handelt. Das ist sowieso etwas, was Staaten nicht machen, Freundschaft, weil das ist ein Gefühl. Und es handelt sich auch nur sehr bedingt um Partner. Diese Freundschaft wird übrigens gerne immer wieder durch Symbole gekennzeichnet. Wie wir wissen, ist seit vorletzter Woche der französische Präsident François Hollande und Angela Merkel sind jetzt per Du. Es ist eine Duzfreundschaft. Gut, das macht aus den europäischen Staaten keine Freunde und es macht aus sie auch nur sehr bedingt Partner. Denn ganz grundsätzlich handelt es sich bei den Euro-Staaten um Konkurrenten. Es handelt sich um konkurrierende Standorte. Alle diese Standorte konkurrieren um Wachstum, konkurrieren um Anteile am globalen Reichtum. Jeder Staat, jede Regierung sorgt dafür, dass sein Standort möglichst gut fürs Geschäft ist, dass sich Unternehmen dort ansiedeln und dass die Unternehmen, die sich ansiedeln, dort auch gute Geschäfte machen. Sie richten ihre Standorte her, sie verlegen Telekommunikationsleitungen, sie bauen Straßen, machen sich ein Bildungssystem, schaffen sich ein Militär an, um die weltweiten Interessen des Standorts durchzusetzen. Sie machen ein ganzes Rechtssystem, sie geben viel Geld aus, um ihre Standorte für Investitionen attraktiv zu machen. Dabei, bei diesem Attraktivmachen für Investitionen, verlassen sie sich nicht nur die Staaten, die Regierungen, verlassen sie sich nicht nur darauf, auf das Geld, das sie einnehmen, auf die Steuern und Abgaben, die sie einnehmen und die sie dann ausgeben für Straßen, Schulen und so weiter, sondern sie nehmen auch Schulden auf. Und damit sie mehr Geld haben, um ihre Standorte unternehmensfreundlich herzurichten. So treten die ganzen Staaten sich gegenüber als Konkurrenten um Wachstum, als Konkurrenten um Gewinne aus dem internationalen Wachstum. Wie jede Konkurrenz, so resultiert auch diese notwendig in Gewinnern und Verlierern, insbesondere im EU-Binnenmarkt. Der EU-Binnenmarkt ist ein einheitlicher Markt. Die Staaten haben Schranken zwischen ihnen abgebaut. Sie haben Zollschranken abgebaut. Sie haben sich alle gegenseitig dazu verpflichtet, Maßnahmen zu unterlassen, die dazu dienen könnten, die nationale Industrie zu schützen. Sie haben die Konkurrenz untereinander damit freigesetzt und innerhalb dieser Konkurrenz entscheidet über, wer gewinnt und wer verliert, nur noch der Markt, der liberalisiert worden ist. Also sie haben die Konkurrenz untereinander freigesetzt und umso mehr folgt aus dieser Konkurrenz logischerweise, dass einige gewinnen und andere verlieren. Man kann die Tatsache, dass einige gewinnen und einige verlieren, an verschiedensten Maßzahlen festmachen. Ich habe mir mal zwei herausgesucht. Die eine, die ganz gut Bilanz zieht über wer gewinnt hier eigentlich und wer verliert, ist die sogenannte Netto-Auslandsvermögensposition. Das ist gar nicht so kompliziert. Das ist quasi das Auslandsvermögen eines Landes. Also eines Landes, sprich des Staates, der Unternehmen, der privaten Haushalte. Jedes Land hat Schulden im Ausland, also Zahlungsverpflichtungen, und es hat Forderungen ans Ausland. Also sprich Geld, auf das es Anspruch hat. Wenn man das eine vom anderen abzieht, die Forderungen von den Schulden, erhält man das Netto-Auslandsvermögen und das zeigt an, oder sagen wir andersrum, wenn ein Land ein positives Auslandsvermögen hat, dann hat es Netto-Forderungen ans Ausland, dann hat es vom internationalen Handel profitiert, dann hat es im internationalen Handel Geld eingenommen. Umgekehrt, wenn ein Land ein negatives Auslandsvermögen hat, dann ist es netto verschuldet im Ausland, dann zahlt es drauf, dann war es Geldquelle für die anderen Staaten. Schaut man sich das an, das Ergebnis der Konkurrenz innerhalb Europas, die Profiteure und Verlierer, da ist es. Okay, was sehen wir hier? Hier sehen wir quasi die Bilanz des Außenhandels der einzelnen Länder. Die blauen Balken ist der Stand 1998, also im Jahr vor der Euro-Einführung. Und der rote Balken ist der Stand im Jahr 2011. Was sehen wir hier? Wir sehen links die beiden großen Gewinner der Eurozone, Deutschland und die Niederlande.
Rechts sehen wir die großen Verlierer, Spanien, Portugal, aber auch Italien und Frankreich. Schaut man sich ganz links die deutschen Zahlen an, was sagt der blaue Balken? Der blaue Balken sagt, dass Deutschland, das ganze Land, also Staat, Unternehmen, private Haushalte und so weiter, im Jahr 1998 Nettoforderungen ans Ausland hatte, also am Ausland verdient hatte. Und diese Forderungen hatten eine Höhe von 5% der deutschen Wirtschaftsleistung. Dieser Wert, dieses Netto-Auslandsvermögen Deutschlands, ist sehr stark gestiegen in den Folgejahren und hat im Jahr 2011 33% der Wirtschaftsleistung erreicht. Das sind irgendwas zwischen 1 und 1,5 Billionen Euro, die Deutschland Forderungen ans Ausland hat, sprich die Deutschland im internationalen Handel, von dem der Eurohandel ein Teil ist, eingenommen hat. Analog die Niederlande, dasselbe, die waren im Jahr 1998 netto im Ausland noch verschuldet. Die haben durch ihren starken Export sich auch ein großes Auslandsvermögen gesichert, also Forderungen ans Ausland. Und dann haben wir zum Beispiel als einen Euro-Verlierer Spanien. Spanien hatte im Jahr 1998 bereits netto Schulden im Ausland, also Zahlungsverpflichtungen ans Ausland in Höhe von 32% seiner Wirtschaftsleistung. Und das ist bis zum Jahr 2011 hat sich das bis auf 92% seiner Wirtschaftsleistung akkumuliert. Das sind die Schulden, die Spanien im Ausland hat. Also wir sehen Deutschland, Niederlande, die großen Gewinner des internationalen Handels, von dem der Eurohandel ein Teil ist. Spanien, Portugal, Italien, Frankreich sind netto verschuldet. Ihre Verschuldung hat zugenommen, sprich diese Länder haben sich als Geldquelle für die anderen Staaten erwiesen. Sie haben draufgezahlt. Es gibt eine andere Maßzahl, anhand der man sehen kann, wie erfolgreich ein Land ist oder wie wenig erfolgreich. Das ist die sogenannte Schuldenquote. Die Schuldenquote teilt einfach die Staatsschulden eines Landes durch die Wirtschaftsleistung. Ich habe es vorhin schon gesagt, jeder Staat nimmt Schulden auf, um seinen Standort schön und attraktiv zu machen, um Wirtschaftswachstum zu initiieren. Dann nimmt er erstmal Schulden auf, die Schulden steigen. Und wenn diese Schulden dazu führen, dass die Wirtschaftsleistung mitsteigt, dann bleibt die Schuldenquote gleich. Man kann es so rum sagen, eine steigende Schuldenquote zeigt, dass es einem Land nicht gelingt, aus seinen Schulden, die es macht, zusätzliches Wirtschaftswachstum zu generieren. Schauen wir uns an, wie das in Europa aussieht. Hier haben wir die Entwicklung der Schuldenquoten 2007 bis 2012 und man sieht deutlich, dass die Euro-Staaten sehr unterschiedlich erfolgreich sind. Wir sehen, dass in Irland die Schuldenquote gigantisch gestiegen ist, um über 80 Prozentpunkte. Das bedeutet, dass es Irland nicht gelungen ist, in der Krise sowieso nicht, aus seinen vermehrten Schulden auch vermehrtes Wirtschaftswachstum zu generieren. Genauso Griechenland, Spanien, Portugal. Und auch in Deutschland hat die Schuldenquote zugenommen. Auch das eine Folge der Krise, aber relativ weniger. Auch das hier zeigt eine Reihenfolge in Europa, eine Reihenfolge der Konkurrenz der Staaten untereinander. Diese Konkurrenz, die freigesetzte Konkurrenz innerhalb des EU-Binnenmarktes, bringt also Gewinner und Verlierer zustande. Die ursprüngliche Idee oder zumindest die Ideologie, man weiß es nicht so richtig, des Euros war allerdings, der Euromacher, der Euroväter und Mütter wahrscheinlich auch, wenn es welche gab, war allerdings, dass wenn man den Euro einführt, dann führt dies zu einer Angleichung der Wirtschaftsleistung. Es war die Idee, dass wenn wir den Euro einführen und uns alle an die Regeln halten, dann gibt es nicht Gewinner und Verlierer, sondern dann gibt es eine Angleichung der einzelnen Ökonomien. Ausgedrückt die freigesetzte, und das hat sich als falsch erwiesen, diese Angleichung hat nicht stattgefunden, dass die freigesetzte Konkurrenz Gewinner und Verlierer schafft. Das heißt, das sprechen Politiker so aus, entgegen ursprünglichen Annahmen hat der Euro nicht zu verstärkter wirtschaftlicher Angleichung zwischen den Ländern geführt. Das erste Problem, dem wir uns stellen müssen, ist das Spannungsverhältnis zwischen dem europäischen Binnenmarkt und den starken strukturellen Unterschieden in Europa.
So drückt es Jacques Delors aus, ehemaliger Präsident der EU-Kommission. Was eigentlich sofort einsichtig ist, die Tatsache, dass wenn ein Markt liberalisiert wird, wenn eine freigesetzte Konkurrenz stattfindet, dass es dann Gewinner und Verlierer gibt, drückt er als Spannungsverhältnis zwischen einem freien Binnenmarkt und den strukturellen Unterschieden in Europa aus. Gut, das machen Politiker so, dass sie notwendige Ergebnisse der Konkurrenz als Problem ausdrücken, zu dem es eine Lösung geben soll. Gut, die Konkurrenz in Europa schafft Gewinnerstaaten, die Konkurrenz in Europa schafft Verliererstaaten. Was hat die Tatsache, dass einige Länder erfolgreich sind im internationalen Handel und einige Länder weniger erfolgreich? Was hat das normalerweise für Auswirkungen auf eine Währung? Gehen wir nochmal zurück. Stellen wir uns mal ganz kurz vor oder gehen wir zurück in der Zeit. Es gibt nicht den Euro, sondern es gibt noch die alten Währungen. Es gibt die Lira und es gibt die D-Mark. Was passiert eigentlich, wenn Italien ein relativer Verlierer des Weltmarkts ist und Deutschland ein relativer Gewinner? Das weiß man noch von früher. Normalerweise passiert Folgendes, dass die Lira dann abwertet. Die Lira wertet ab. Was bedeutet das? Dass sich aller in Italien vorhandener Reichtum entwertet. Vom Wechselkurs her bedeutet das einfach, dass die Lira gegenüber der D-Mark abwertet. Das heißt, man muss mehr Lira hinlegen, um so und so viel D-Mark zu bekommen. Das stimmt. Aber für den Reichtum, für allen Reichtum, der in Lira existiert, der im Wesentlichen in Italien existiert, alle Fabriken, alle Arbeitskräfte, alle Waren, alles wird entwertet, wenn die Lira abwertet. Eine Abwertung ist die Quittung für eine ökonomische Niederlage eines Landes. Ich sage das nur dazu, weil in den Zeitungen häufig steht, Abwertung sei doch eine feine Sache, weil man dann seine Waren billiger auf dem Weltmarkt anbieten kann. Erstmal ist, wenn eine Währung abwertet, das die Quittung für eine ökonomische Niederlage, eine groß angelegte Entwertung eines ganzen Landes. Das passiert normalerweise, wenn ein Land relativer Verlierer auf dem Weltmarkt ist. Umgekehrt, was passiert, wenn ein Land erfolgreich ist und Insassen des Standorts Deutschlands wissen es, dann wertet die Währung auf. Und was ist heute? Heute gibt es nicht mehr D-Mark und Lira. Heute haben beide Länder die gleiche Währung. Das bedeutet, dass der Euro sowohl den italienischen Misserfolg misst, wie auch die deutschen Erfolge. Im Euro enthalten, hinter dem Euro stehend, sind deutsche Exportüberschüsse und gigantische spanische Defizite. Hinter dem Euro steht ein industrieller Aufschwung in den Niederlanden, in Deutschland, zum Teil in Finnland, aber auch die spanische Immobilienblase, die platzt. Hinter dem Euro steht ein großer gläubiger Staat, ein reicher Staat wie Deutschland, sowohl wie ein Land, das pleite ist, wie Griechenland. Das ist das Ergebnis des ökonomischen Widerspruchs, eine Währung für Konkurrenten in Europa, die sich alle gegenseitig die Erträge streitig machen. Jetzt könnte man sagen, na gut, das ist ja auch in anderen Währungsräumen so, was denn mit den USA, da gibt es auch erfolgreiche Bundesstaaten und weniger erfolgreiche Bundesstaaten, was weiß ich. Florida leidet sehr unter der Hypothekenkrise. Alabama hingegen hat sowas wie einen industriellen Aufschwung. Auch da gibt es doch Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesstaaten sowie in Europa, wo ist das große Problem? Damit kommen wir zum anderen, zum politischen Widerspruch der Eurozone. Es handelt sich hier nämlich nicht nur um Konkurrenten, sondern es handelt sich bei diesen Konkurrenten um souveräne Nationalstaaten. Das ist der politische Widerspruch. Die Ausgangsideologie oder die Ausgangsidee, was gesagt wurde von den Euromachern, war genau das, was da im ersten Zitat angedeutet ist. Die ursprüngliche Annahme wäre es gewesen, dass der Euro zu einer wirtschaftlichen Angleichung führt. Das haben sie nicht wirklich gedacht. Das haben sie nicht wirklich gedacht und das erkennt man am Design der gesamten Eurozone. Die Euromacher, die Euroväter und Mütter, wie es immer heißt, wussten ziemlich genau, dass hier in Europa
unter dem Dach des Euro lauter Staaten sind, die in Konkurrenz zueinander stehen, dass diese Konkurrenz Gewinner und Verlierer produziert. Sie wussten genau, dass wenn viele Staaten sich zusammentun, um auf dem Weltmarkt erfolgreich zu sein, dass damit noch überhaupt nicht entschieden ist, dass das allen auch gelingt. Sie wussten, es gibt Konkurrenz, sie wussten, es gibt Gewinner und Verlierer und sie wussten, dass jeder Staat den Euro für sich haben will. Das ist relativ wichtig, weil gerade in linkeren Kreisen, besonders in Deutschland, auch im Vorfeld des Euro häufig angenommen wird, der Euro sei so etwas wie eine Relativierung oder gar das Ende des ökonomischen Nationalismus. Jetzt geht es doch um Europa, jetzt geht es nicht mehr um Nationalstaaten. Das ist nicht, was vorliegt mit dem Euro. Jeder Euro-Staat will den Euro für sich nutzen. Das steht auch hier in diesem Zitat von Wolfgang Schäuble. In unserer vielfältigen, vernetzten Welt wird kein einzelner europäischer Staat auf sich alleine gestellt seine Interessen wahren und seiner Verantwortung gerecht werden können. Das soll ein Plädoyer dafür sein, dass die europäischen Staaten alle zusammenstehen. Gleichzeitig ist in diesem Zitat ja enthalten, jeder Staat kann innerhalb Europas seine Interessen durchsetzen. Das ist, was die Staaten mit dem Euro verfolgt haben. Sie wollten den Euro haben, um selber an Macht und Herrlichkeit zu gewinnen. Kein Staat, der dem Euro beigetreten ist, hat seinen Standpunkt gewechselt. Kein Staat hat gesagt, jetzt gilt Europa statt Deutschland, jetzt gilt Europa statt Italien, jetzt gilt Europa oder Euro statt Griechenland, sondern jeder Staat hat gesagt, Euro für Deutschland, Euro für Italien, Euro für Griechenland. Sprich, der Euro ist nicht das Ende des ökonomischen Nationalismus, sondern er sollte für jeweils jeden Staat ein Mittel des Nationalismus sein. Jeder Staat wollte vom Euro profitieren. Wie hart die Gegensätze sind, die in Europa existieren, zeigt auch ein Lob des Euro, das äußerst widersprüchlich ist, allerdings auch tief blicken lässt, nämlich das Lob, der Euro sichere den Frieden in Europa. Das ist ein Hammerlob, weil damit quasi gesagt wird, wenn wir den Euro nicht haben, dann machen wir Krieg. Man könnte es auch andersrum sagen, entweder wir verfolgen unser nationales Ziel mit dem Euro oder Krieg. Das verweist auf politische und ökonomische Gegensätze, die dem Verhältnis der europäischen Staaten zugrunde liegt. Diese Gegensätze sollten auch von offizieller Seite her gar nicht ausgeräumt werden, sondern diese Gegensätze sollten gemäßigt werden. Das ist, was Wolfgang Schäuble ausdrückt, wenn er vor übermäßigem Nationalismus warnt in Europa. Er sagt, in Europa bestätigte sich in den Übertreibungen des Nationalismus in den beiden Weltkriegen die alte Erfahrung, dass sich alle menschlichen Errungenschaften durch Übertreibung selbst zerstören können. Nimmt man mal den philosophischen zweiten Teil des Satzes weg, dann bleibt übrig, Weltkriege waren die Ergebnis einer Übertreibung des Nationalismus, also müssen wir die Übertreibungen lassen, aber der Nationalismus, der darf schon da bleiben. Also, in Europa stehen sich lauter konkurrierende Staaten gegenüber. Die Konkurrenz beruht auf Gegensätzen, die in früheren Zeiten bis zum Krieg geführt haben. Trotzdem haben sich diese Staaten zusammengetan, allerdings unter Bedingungen. Aus den Gegensätzen, die zwischen diesen Staaten bestehen, resultierte bei der Euro-Gründung dafür und währenddessen jede Menge Misstrauen der sogenannten Euro-Partner gegeneinander. Das Misstrauen ging ungefähr so, jeder Staat, insbesondere die Bundesregierung, stand dem anderen gegenüber und hatte die anderen Länder im Verdacht, dass sie die neue Freiheit, die der Euro ihnen beschert, missbrauchen würden. Zum Schaden der Währung. Was war die neue Freiheit, die der Euro den Staaten bescherte? Im Wesentlichen billiger Zugang zu Kredit. Der Euro sollte eine Weltwährung sein, attraktiv für das Kapital in aller Welt. Es sollte Kapital anziehen und sollte den Euro-Staaten ermöglichen, jederzeit Kredit nehmen zu können, zu niedrigen Zinsen, sich also kurzum billig verschulden zu können. Das war die Freiheit, die die Euro-Staaten haben wollten mit dem Euro. Das ist auch gelungen. Die Zinsen sind tatsächlich gesunken.
Darüber wurden selbst Staaten wie Griechenland oder Portugal unbedingt kreditwürdig, weil Europa seinen Kredit vergemeinschaftet hatte, weil sie ja gesagt haben, das ist der Euro, das ist unser Geld, hinter dem stehen wir alle. Jetzt ist es ganz witzig, dass sich auf der einen Seite ein Sinn des Euro war, dass die Staaten sich billig verschulden können, dass sie billig Zugang zu Kredit bekommen, aufgrund des Misstrauens der einzelnen Euro-Staaten untereinander, dass sich die anderen diese neue Freiheit, dass die anderen diese neue Freiheit missbrauchen können, dass sie jetzt wie wild sich verschulden, jetzt wo sie den Euro haben. Daraus resultierte ein gegenseitiges Zwangsregime, was sich die Euro-Staaten verordnet haben. Dieses Zwangsregime, quasi dieses institutionalisierte Misstrauen der Euro-Staaten untereinander, resultierte zuerst in den Maastricht-Kriterien bzw. dann im Stabilitätspakt. Im Stabilitätspakt haben sich die Staaten gegenseitig Grenzen auferlegt, wie stark sie sich verschulden können. So sieht es aus, die Begrenzung der Euro-Staaten, wie sie sich gegenseitig beschränken. Laut Stabilitätspakt hat die beiden wichtigen Regeln, dass ein Staat nur eine Neuverschuldung von maximal 3% seiner Wirtschaftsleistung haben darf und dass er nur Gesamtschulden von maximal 60% seiner Wirtschaftsleistung haben darf. Das ist eine Grenze für die Verschuldung der Staaten und das ist insofern ganz interessant. Wie wird diese Grenze denn gezogen? Es wird ja gar nicht gesagt, jeder Staat darf nur jedes Jahr 1 Million mehr Schulden machen oder jeder Staat darf nur insgesamt 1 Milliarde Schulden haben. Es werden ja gar nicht absolute Summen genannt, sondern es wird ein Verhältnis genannt, nämlich Schulden zu Wirtschaftsleistung. Diese Prozentzahl muss eingehalten werden, dieses Verhältnis muss eingehalten werden. Ein Staat darf nur 3% seiner Wirtschaftsleistung an neuen Schulden aufnehmen. Das heißt, wie viele Schulden ein Staat machen kann, bemisst sich an der Wirtschaftsleistung bzw. am Wirtschaftswachstum. Damit wird quasi gesagt, Schulden kann ein Staat nur machen. Er muss nur dafür sorgen, dass diese Schulden auch dazu führen, dass die Wirtschaft wächst. Sprich, dass die Schulden, die ein Staat macht, dazu dienen müssen, dass die Wirtschaft wächst. Das bedeutet übrigens auch, dass für ein Land, das hohes Wirtschaftswachstum hat, das darf so viele Schulden aufnehmen, wie es will. Also klar, immer Maßzahl 3% der Wirtschaftsleistung. Aber für diese Beschränkung bedeutet, dass ein wirtschaftlich erfolgreiches Land sehr viel neue Schulden aufnehmen darf. Umgekehrt bedeutet es, dass ein wirtschaftlich nicht erfolgreiches Land überhaupt keine neuen Schulden mehr aufnehmen darf, weil die neuen Schulden, die Grenze, bemisst sich am Wirtschaftswachstum. So, mit diesen Kriterien haben sich die Euro-Staaten einen Mechanismus installiert, mit dem sie sich gegenseitig in die nationalen Haushalte, in die Staatsfinanzen hineinregieren können. Es war ja so, dass die Euro-Staaten immer noch finanzpolitisch souverän waren. Jeder Finanzminister in jedem Land hat seinen Haushalt beschlossen, seine Einnahmen, seine Ausgaben. Das konnte ja jedes Land für sich. Über diese Stabilitätskriterien jedoch hatten die anderen Länder einen Zugriff auf diesen Haushalt. Sie konnten quasi sagen, du Land, du beschließt zwar deine Staatsfinanzen, aber wenn du ein zu hohes Defizit hast, dann musst du Ausgaben senken, dann musst du Einnahmen erhöhen und so weiter. Also sie haben versucht, sich einen Mechanismus zu installieren, mit dem sie sich gegenseitig in die nationalen Haushalte hineinregieren können. Dazu waren die Stabilitätskriterien auch so etwas wie eine Werbung für den Euro. Adressat dieser Werbung waren die internationalen Finanzmärkte, die Anleger auf der Welt. Es gab, der Euro war eine junge Währung, sie war neu und mit dem Stabilitätspakt und den Stabilitätskriterien sollte den Finanzmärkten als Adressat eine Botschaft gesandt werden, guckt her, wir verschulden uns nicht oder wir verschulden uns nur solide, habt Vertrauen in uns. Dass diese 3%, dass sich Europa diese 3% Neuverschuldung zum Beispiel, das erste Kriterium, dass sich Europa diese 3% Schranke auferlegt und dass das funktioniert,
Das ist natürlich ein Idealismus. Den Idealismus, also das war eine fromme Hoffnung, wie man in der Krise sieht, aber daran wurde wirklich geglaubt, dass das ginge, beziehungsweise es wurde gesagt, ich habe hier eine Werbung, wie die CDU im Jahr 1999 in Deutschland für den Euro geworben hat. Die CDU fragte auf einem Wahlplakat, muss Deutschland jetzt mit dem Euro für die Schulden anderer Länder aufkommen? Die CDU antwortet ein ganz klares Nein, denn der Maastrichter Vertrag verbietet ausdrücklich, dass die Europäische Union für die Schulden eines Mitgliedstaates, also dass andere Staaten für die Schulden von anderen Mitgliedstaaten haften. Mit den Stabilitätskriterien des Vertrags und dem Stabilitätspakt wird von vornherein sichergestellt, dass die Netto-Neuverschuldung auf unter 3% des Bruttoinlandsprodukts begrenzt wird. Die Euro-Teilnehmerstaaten werden daher auf Dauer ohne Probleme ihren Schuldendienst leisten können. Eine Überschuldung eines Euro-Teilnehmerstaats kann daher von vornherein ausgeschlossen werden. Ist natürlich ein Witz von heute her, aber es scheint so, es scheint fast so, als ob damals tatsächlich daran geglaubt wurde. Die Staaten setzen sich Regeln, 3% Neuverschuldung, und wenn sich alle dran halten, dann ist alles kein Problem. Warum das nicht funktioniert, darum soll es eigentlich in einer Woche gehen. Gut, auf der einen Seite wird hier gesagt, es ist alles kein Problem, alle halten sich dran und dann kann Überschuldung prompt ausgeschlossen werden. Natürlich haben die Euromacher daran nicht selber geglaubt. Das sieht man eben auch am Design der Eurozone. Sie haben sich nämlich zwei weitere Mechanismen installiert, mit denen sie dafür sorgen wollten, dass die Verliererstaaten, mit denen sie offensichtlich unweigerlich gerechnet haben, dass die Verliererstaaten nicht den Gewinnern zur Last fallen. Sie haben sich zwei Mechanismen installiert, die die Gewinnerstaaten des Euro vor den Verliererstaaten schützen sollten. Der eine Mechanismus, den sie sich installiert haben, war eine unabhängige Zentralbank. Sie haben quasi die Zentralbank unabhängig gemacht, sie haben sie in Frankfurt installiert, und eine unabhängige Zentralbank ist der Hammer. Eine unabhängige Zentralbank bedeutet nämlich, dass ein Staat im Notfall, wenn er an den Finanzmärkten keinen Kredit mehr bekommt, dann kann ja normalerweise ein Staat immer zu seiner Zentralbank gehen und sagen, druck mir Geld. Das machen die USA derzeit, das macht Japan, das macht Großbritannien, das machen sie alle. Ein Staat kann immer sagen, wenn ich keinen Kredit an den Finanzmärkten bekomme oder zu Zinsen, die mir zu hoch sind, dann drucke ich mir selber Geld. Das ist überhaupt einer der Gründe, warum Staaten, ein wichtiger Grund, warum Staaten überhaupt Papiergeld eingeführt haben, weil sie dadurch, dass sie ihr eigenes Geld emittieren, können sie sich jederzeit, indem sie es drucken, souverän mit Zahlungsfähigkeit ausstatten. Ja, aber erst mit der Entkopplung vom Gold haben die Staaten die Freiheit des Papiergeldes so nutzen können, wie sie eigentlich gedacht war. Diese Kopplung ans Gold war ja immer ein Elend, von dem man dachte, es sei irgendwie notwendig. Und 1971 haben sie halt gesagt, oh, das geht ja auch ohne. Gut, jetzt nur nochmal sozusagen zu dem Punkt, die Freiheit, die ein Staat durchs Papiergeld bekommt, die entziehen sich die Euro-Staaten gegenseitig. Sie rücken die Zentralbank weg. Sie entziehen sie dem Zugriff der nationalen Regierungen. Das heißt, wenn ein Land wie Griechenland auf einmal kein Geld mehr an den Finanzmärkten bekommt, dann kann es nicht mehr zur Zentralbank gehen und sagen, druck mir Geld. Es kann sich nicht mehr souverän mit Zahlungsfähigkeit ausstatten. Das haben die Euro-Staaten installiert, weil sie offensichtlich wussten, dass in der Eurozone auf Dauer Pleitestaaten anfallen können. Und sie wollten sicher gehen, dass diese Pleitestaaten keinen Zugriff auf die Zentralbank haben, dass diese Pleitestaaten nicht Geld drucken können und darüber das gemeinsame Geld beschädigen können. Das war das eine, wie die Gewinner vor den Verlierern geschützt werden sollten. Das andere war, dass im Falle der Krise, im Falle der Pleite, stehen die anderen Länder nicht für den Pleitestaat ein. No Bailout heißt das. Das bedeutet, wenn ein Staat in Schwierigkeiten ist, kann er nicht auf die Hilfe der anderen zählen. Dieses Regime sollte die Gewinner von den Verlierern schützen. Das war offensichtlich den Euro-Staaten klar. In der Konkurrenz fallen Gewinner und Verlierer an. Verlierer
in der heutigen Zeit bedeutet nichts anderes, als dass ein Staat überschuldet ist. Wenn ein Staat überschuldet oder sehr hohe Schulden hat, dann ist das die zeitgemäße Form des Misserfolgs. Daran sieht man den Misserfolg. Und für diesen Fall wollten sie vorsorgen, indem sie gesagt haben, du kannst dann nicht zur Zentralbank gehen und drucken und du kannst auch keine Hilfe erwarten. Das musste tatsächlich schiefgehen. Das war ein Design, was irgendwann in die Brüche gehen musste oder was zumindest in die Krise führen musste. Das kann man selten sagen im Kapitalismus, dass was schiefgehen muss. In diesem Falle allerdings kann man es sagen. Es ging eine Zeit lang gut. Eine Zeit lang hat es ja alles gut funktioniert bis 2009. In den Jahren vor der globalen Wirtschaftskrise 2008 hat es ja alles ganz gut funktioniert. Die Staaten haben die Freiheit des Euro genutzt. Sie mussten wenig Zinsen zahlen für ihre Kredite. Sie haben ihre Schulden erhöht, aber gleichzeitig stieg ja auch die Wirtschaftsleistung. Insofern war das alles kein Problem. Man kann sich das angucken am Fall von Griechenland. Hier sieht man im Jahr 2001, der rote Strich ist die Wirtschaftsleistung, der blaue Strich sind die Staatsschulden. Bis zum Jahr 2008 alles kein Problem. Die Staatsschulden wachsen zwar, aber gleichzeitig wächst ja auch die Wirtschaftsleistung. Insofern ist das kein Problem. Die Krise der Eurozone, die man hier sieht, ab dem Jahr 2008 fängt sie ja an, dass Staatsschulden und Wirtschaftsleistung auseinandertreten. Die Krise der Eurozone kam gar nicht aus Europa, sondern sie kam, hatte ihren Ursprung in den USA. Weiß man, 2008 Hypothekenkrise, Bankenkrise, Weltfinanzkrise. Was heißt das? Das heißt nicht mehr als, dass weltweit Finanzwerte sich entwerteten, wertlos wurden, fragwürdig wurden, dass Milliardenbeträge sich in Luft auflösten, dass Banken hohe Verluste verzeichneten, was zwei Folgen hatte. Die eine Folge davon war, dass die Staaten große Summen aufgenommen haben, um ihre nationalen Finanzinstitute zu retten. Sie haben hohe Schulden aufgenommen in einer Zeit, wo Rezession war, wo sie weniger Einnahmen hatten und so weiter. Also in einer Zeit, wo die Wirtschaft nicht gut lief, haben sie extra Schulden aufgenommen, um ihre nationalen Banken vor der Pleite zu retten. Das war die eine Folge. Die zweite Folge war, dass eben diese Banken, gerettet oder nicht, sehr misstrauisch wurden. Bedroht von Entwertung, 2008, 2009 war die Finanzkrise voll am Laufen. Die Banken wussten nicht, oder die Finanzinstitute, die Finanzmärkte wussten nicht, wo geht das hin, wie viele Verluste fallen noch an. Sie haben sich gefragt, wie bringe ich mein Geld in Sicherheit? Wo finde ich eigentlich noch eine Anlage, die sicher ist? Wo finde ich Schuldner? Wo finde ich, machen Banken ja, Banken tun ja nichts weiter als Geld verleihen. Wo finde ich Schuldner, die sicher sind, von denen ich sicher sein kann, dass sie mir das Geld auch zurückzahlen können. Das hat zu einer Neusortierung der Schuldner geführt. Das Finanzkapital, die Finanzmärkte haben die Welt neu sortiert nach, wer ist hier eigentlich sicher und wer ist hier eigentlich nicht sicher. Wer ist denn ein Wackelkandidat? Und bei dieser Neusortierung fiel ihr Blick unweigerlich auf Griechenland. Griechenland hatte bereits sehr hohe Schulden. Und was die Geldanleger eher unwillig machte, Griechenland weiter mehr Geld zu leihen. Dazu kommt eine Sache. Griechenland hatte nicht nur hohe Schulden, sondern Ende 2009 ist was Lustiges passiert. Griechenland hatte gesagt, es hätte ein Defizit, also eine neue Verschuldung, in Höhe von 4% der Wirtschaftsleistung. Das war okay, laut Stabilitätskriterien waren zwar nur 3% erlaubt, aber Griechenland hatte 4%. Kein Problem, wir haben schlechte Zeiten, wir lassen Griechenland gewähren. Dann musste Griechenland sagen, wir haben gelogen. Wir haben gelogen, es sind doch 7%. Dann haben sie gesagt, oh, wir haben noch viel mehr gelogen, es sind 9% Defizit. Dann haben sie gesagt, es ist alles viel schlimmer, es sind 12% Defizit. Wir haben ganz fett gelogen. Darüber wird sich heutzutage aufgeregt, zu Recht oder zu Unrecht. Die Schummelgriechen, die Griechen haben gelogen, die haben falsche Zahlen nach Brüssel gemeldet. Die haben gesagt, sie hätten ein Haushaltsdefizit, also eine Neuverschuldung von 4% des Bruttoinlandsprodukts. Dabei haben sie fett gelogen und dabei waren es 12%, wie hinter sich herausgestellt hat. Ganz am Ende sollten es übrigens 15% sein. Darüber wird sich aufgeregt und über der ganzen Aufregung geht so ein bisschen der Witz der Sache flöten.
Der Hammer ist doch, Griechenland hat gelogen. Wann lügt man denn? Man lügt doch nur aus einer Position der Schwäche heraus. Kinder lügen ihre Eltern an. Und jetzt hat man einen Staat wie Griechenland, der immerhin über eine Weltwährung verfügt. Den Euro, die zweitwichtigste Währung der Welt. Eine Währung, die für jeden Kredit gut ist. Eine Währung ebenbürtig, fast ebenbürtig mit dem Dollar. Eine Währung weltweit beliebt bei allen Kapitalanlegern, die Griechenland eigentlich unendlich kreditwürdig machen müsste. Und dieser Staat fühlt sich auf wie ein kleines Kind und lügt. Warum? Das zeigt einfach, inwieweit oder wie stark ein Land wie Griechenland bereits durch dieses ganze Design der Eurozone entmachtet worden ist. Das erzähle ich gleich, was das bedeutet. Man hätte übrigens auch sagen können, also schaut man sich, Griechenland hatte ein Defizit von 12% seiner Wirtschaftsleistung. Das hatten die USA auch in dem Jahr. Was haben die USA gesagt? Sie haben gesagt, wir haben hier Krise, unsere Einnahmen gehen zurück, gleichzeitig müssen wir unsere Autobauer retten, wir müssen unsere Banken retten, wir müssen Konjunkturpakete auflegen, wir machen neue Schulden. Wo ist das Problem? Wir haben noch den Dollar. Wir haben noch den Dollar, uns wird doch geliehen, wir haben noch eine Weltwährung. Das Kapital der Welt steht uns zur Verfügung, wir nehmen den Kredit, 12% Defizit. Das konnte Griechenland nicht, obwohl es auch über eine Weltwährung verfügt hat. Man hätte übrigens auch sagen können, dann hat Griechenland halt 12% Defizit. Griechenland zählt doch gar nicht. Wo ist denn das Problem? Wo ist denn das Problem für die Eurozone? Schaut man sich doch mal an, was ist denn Griechenland? Griechenland ist unerheblich. Hier sieht man den Anteil Griechenlands an der europäischen Wirtschaftsleistung. Mein Gott, 2,8% der Euro-Wirtschaftsleistung ist Griechenland. Ein kleines Nichts. Wo ist das Problem? Dann hat es halt ein höheres Defizit. Aber der Hammer war, Griechenland war ein höheres Defizit nicht erlaubt. Das Design der Eurozone, dieses gegenseitige Misstrauen der Eurostaaten, das zu diesem Regelwerk geführt hat, hat dazu geführt, dass ein Staat wie Griechenland komplett finanzpolitisch entmachtet worden war. Denn Griechenland hatte ein hohes Defizit, ein hohes Haushaltsdefizit. Das bedeutete laut Maastricht, laut Stabilitätskriterien, laut Regeln, es muss seine Verschuldung senken. Es muss seine Ausgaben senken. Das ist immer schlecht in einer Krise, wenn ein Staat seine Ausgaben senken muss. Das hat dazu geführt, unter anderem, dass die Finanzmärkte misstrauisch wurden, gegenüber Griechenland hohe Zinsen verlangt haben von Griechenland. Jetzt musste Griechenland nicht nur seine Neuverschuldung senken, konnte nicht seine Wirtschaft mit staatlichen Krediten schützen, sondern Griechenland konnte auch nicht zur Zentralbank gehen und sich Geld drucken. Griechenland bekam nur noch zu sehr hohen Zinsen Geld, konnte aber nicht zur Zentralbank gehen und sagen, versorge mich mit Zahlungsfähigkeit. Und als drittes konnte Griechenland auch nicht darauf rechnen, dass die anderen Euro-Staaten ihm helfen würden. Drei Punkte. Erstens, Griechenland muss seine Verschuldung senken. In der Krise eine Katastrophe. Zweitens, Griechenland kann sich nicht autonom Geld drucken und sagen, Finanzmärkte sind mir egal, ich drucke mir mein Geld selber. Drittens, Griechenland hat keine Hilfe von außen zu erwarten. Das sind die drei Punkte, mit denen Griechenland 2009 konfrontiert war. Und das hat dazu geführt, dass Griechenland jeden Kredit verloren hat. Damit drohte tatsächlich einem Land wie Griechenland, das über eine Weltwährung verfügt, sprich über ein 1A-Kreditmittel, über eine weltweit beliebte Währung. Damit drohte einem Land wie Griechenland tatsächlich die absolute Pleite und Griechenland war zurückgeworfen auf den Status eines Entwicklungslandes wie Argentinien, das sich nicht in seiner eigenen Währung verschuldet und darüber pleite geht. Gut, so sieht's aus. Dazu hat das Euro-Design geführt. Griechenland stand vor der absoluten Pleite, hat dann tatsächlich doch Hilfskredite oder Kredite von den anderen Staaten bekommen. Aus welchem Argument heraus? Weil gesagt wurde, Achtung, Achtung, wenn Griechenland pleite geht, droht eine Ansteckung der anderen Euro-Staaten. Dann greift die Krise auf Irland, Portugal und so weiter über. Ob das jetzt stimmt oder nicht, dahingestellt. Mit der Warnung vor der Ansteckung, das war ein Eingeständnis, dass das Problem, was Griechenland hat, gar kein exklusiv griechisches ist, sondern dass auch andere Staaten zu viele Schulden haben, dass auch in anderen Staaten in der Eurozone zu viel Kredit, fragwürdiger Kredit kursiert,
dass auch anderen Staaten die Pleite droht. Das war das Eingeständnis, das die Warnung hatte. Vorsicht, Ansteckung. Es ist gar kein griechisches Sonderproblem, sondern es ist ein Problem fast aller Euro-Staaten. Und wenn, wurde weiter gewarnt, wenn es zur Ansteckung kommt, dann droht ein Auseinanderbrechen der Eurozone. Die Warnung vor dem Auseinanderbrechen wiederum war das Eingeständnis, innerhalb der Eurozone sind lauter souveräne Nationalstaaten versammelt. Diese Nationalstaaten sind in der Eurozone, um ihre je nationale Macht und Herrlichkeit zu vergrößern, um an ökonomischer Potenz zu gewinnen. Und wenn das mit dem Euro nicht geht, dann besteht die Gefahr, dass sie austreten. Und das wäre das Auseinanderbrechen der Eurozone. Ich meine, kann man sich klar machen, was ist in den USA, wenn, sagen wir mal, Texas die Pleite droht oder Texas wenig erfolgreich ist, dann kann es eben nicht sagen, ich trete aus dem US-Dollar aus, weil dann hätte es sofort die Nationalgarde im Land und das zeigt, was für eine gewaltförmige Sache so eine Währungsunion ist. Gut. Also die Gefahr, die Warnung vor dem Auseinanderbrechen verweist auf den Widerspruch, auf dem die Eurozone beruht. Wie sieht der Widerspruch nun aus? Die Euroländer schmeißen ihre Gelder zusammen. Gleichzeitig bleibt jedes Land für sich. Jedes Land bleibt für sich souverän, hat seine eigene Rechnung, sein Wirtschaftswachstum, seine Investitionen, seine Schulden, seine Staatsfinanzen. Diese Länder bleiben Konkurrenten. Sie rechnen getrennt voneinander ab. Sie stehen in Konkurrenz und das heißt eben gleichzeitig, dass diese Staaten innerhalb der Konkurrenz sich gegenseitig die Erträge streitig machen, mit denen sie gleichzeitig für ihre eigenen Staatsschulden und für die gemeinsame Währung einstehen. Genau diese Erträge, mit denen sie für die gemeinsame Währung einstehen, machen sie sich gegenseitig streitig. Sie sind als Konkurrenten gegeneinander aufgestellt. Diese Konkurrenz gebiert Gewinner und Verlierer und durch das Euro-Design, unabhängige Zentralbank, Stabilitätskriterien, No-Bailout, wird dafür gesorgt, dass die Verlierer keine Hilfe zu erwarten haben und dass die Verlierer sich nicht selber helfen können. Damit droht ein Auseinanderbrechen der Eurozone, einfach aus dem puren Fakt, dass da immer noch lauter nationale, souveräne Nationalstaaten sind und die können selber entscheiden, ob sie aus dem Euro austreten oder eben nicht. Gut, das Auseinanderbrechen der Eurozone wollten dann eben auch die Gewinner nicht. Ich weiß gar nicht, in welcher. Gut, das ist der Widerspruch des Euro nochmal, eine gemeinsame Währung von lauter Konkurrenten. Eine Währung misst den ökonomischen Erfolg von Gewinnern und Verlierern in Europa und alle Konkurrenten wollen diese Gemeinsamkeit allerdings je zu ihrem nationalen Nutzen. Daraus wird jetzt geschlossen, wir brauchen mehr Europa, die Staaten sollen Souveränität abgeben. Auch diese Lösung beinhaltet einen großen Widerspruch, nämlich folgender Widerspruch. Auf der einen Seite führen die Staaten den Euro zum eigenen Nutzen ein, sollen dafür aber auf Souveränität verzichten, auf Souveränität abgeben und verzichten. Das ist der Widerspruch, der politische Widerspruch, der die Eurozone bzw. die Lösung des Widerspruches kennzeichnet. Deswegen kommt es zu keiner Lösung in diesem Widerspruch und deswegen und so stehen sich jetzt in der Eurokrise die Staaten gegenüber und die haben Dialoge, die gehen ungefähr so, wenn man sich vorstellt, Griechenland sagt, ich will ja den Euro haben, weil ich will mit dem groß und mächtig werden, aber das funktioniert nicht, ich bin pleite. Und daraufhin sagt Deutschland, okay, damit du nicht pleite gehst, gebe ich dir ein bisschen Kredit. Aber dafür musst du Reformen durchführen, dafür musst du sparen, dafür musst du das Lohnniveau senken, deine Bevölkerung verarmen, dafür musst du dich meinen Regeln unterwerfen, du musst Souveränität abgeben. Und daraufhin sagt Griechenland, ich will nicht Souveränität abgeben. Ich bin doch gerade in den Euro reingegangen, um als Staat Macht zu gewinnen, um an Souveränität zu gewinnen, an ökonomischer. Das will ich nicht. Daraufhin sagt Deutschland, musst du aber, denn wenn du aus dem Euro austrittst, bist du nichts. Du bist nur als Teil der Eurozone, bist du überhaupt in irgendeiner Form zumindest Teil eines mächtigen Bündnisses außerhalb der Eurozone bist du nichts. Also folge meinen Anweisungen, führe Reformen durch, verarme dich, unterwirf dich den Regeln der Eurozone, woraufhin Griechenland wiederum sagt, darauf habe ich keine Lust. Und wenn ich aus dem Euro austrete,
dann bricht dir Deutschland die ganze Eurozone auseinander und davon hast du auch nichts, weil ohne Eurozone bist auch du Deutschland nichts. So stehen sie sich gegenüber, die Staaten, und über diesen Streit riskieren sie tatsächlich das Auseinanderbrechen der Eurozone selber. Noch vor wenigen Monaten wurde öffentlich darüber debattiert, ob man Griechenland aus der Eurozone rausschmeißen soll, aber es wurde gesagt, man kann es nicht, Griechenland könnte nur selbsttätig austreten. Über diese Debatte wurde das Austreten Griechenlands aus der Eurozone und damit das Auseinanderbrechen der Eurozone öffentlich thematisiert, weil sich tatsächlich die Staaten gegenüberstanden und sich fragten, warum machen wir den Euro eigentlich? Wir sind doch hier alle zum nationalen Nutzen, und wenn das alles uns zu teuer wird, dann lassen wir die Sache auch wieder. Kein Wunder, dass in diesem Streit der Nationalstaaten die Lösung heißen soll, die Staaten sollen Souveränität abgeben, sie sollen sich unterwerfen. Das ist übrigens interessant an dieser Lösung, Souveränität abgeben, weil wenn man sich mal überlegt, wann geben denn Staaten Souveränität ab? Wann unterwerfen sie sich denn? Im Allgemeinen ist das ein Ergebnis von Kriegen. Im Allgemeinen ist das Ergebnis einer Eroberung eines Staates durch den anderen. Dann setzt der eine Staat seine Souveränität über die des Verliererstaates. Wenn die Staaten sich Europa unterwerfen sollen, dann ist das sowas wie das Ideal einer friedlichen Eroberung. Dieses Ideal einer friedlichen Eroberung verfolgen die Hauptmächte der Eurozone, die gleichbedeutend sind mit den ökonomischen Gewinnern, im Wesentlichen Deutschland und Frankreich. Es ist interessant, dass auch der Bundesfinanzminister locker sagt, auch Deutschland wäre bereit, Souveränität abzugeben, weil er sich so sicher sein kann, dass wenn alle Souveränität abgeben und sich den gemeinsamen Regeln unterwerfen, dann hat der Macht, der ökonomische Gewinner ist, und es ist nun mal Deutschland. Frankreich gehört zum Teil auch mit dazu. Mit der Abgabe der Souveränität, oder andersrum mal gesagt, als letztes, Souveränität abgeben, sich unterwerfen, das ist überhaupt nur nötig. Oder sagen wir so rum, das wäre nicht nötig, wenn klar wäre, dass alle Länder vom Euro profitieren. Mit dem Appell Souveränität abgeben ist verbunden, dass allen klar ist, einige Staaten sind Verlierer. Die sollen dann aber nicht mehr frei entscheiden dürfen, ob sie im Euro bleiben oder welche Schlüsse sie aus ihrer Krise ziehen, aus ihrem Verlierertum ziehen. Wenn alle Staaten vom Euro profitieren würden, dann würden sie freiwillig beim Euro mitmachen und müssten nicht Souveränität abgeben. Die Idee ist allerdings, doch Souveränität abzugeben und damit die Unumkehrbarkeit des Euro herzustellen. Die Souveränität der Staaten, der souveränen Konkurrenten innerhalb der Eurozone, soll gekappt werden, sie sollen sich unterwerfen, um den Euro ein für alle Mal unumkehrbar zu machen, nach dem Muster, Texas kann eben auch nicht aus der Dollarzone aussteigen. Gut, das ist die Souveränität abgeben, das passiert nicht. Staaten wollen sich nicht unterwerfen. Dennoch bleiben die Widersprüche innerhalb der Eurozone, die Widersprüche von konkurrierenden Nationalstaaten, die je für sich entscheiden können und wollen. Die Eurozone löst diesen Widerspruch nicht. Aber dieser Widerspruch hat eine Verlaufsform. Und darum soll es das nächste Mal gehen.